Und manchmal ist es einfach nur doof. Hat man ja auch gerade gesehen. Oh, stimmt, da war ja was. Warte am besten hier. Ich rufe dich, wenn ich dich brauche. Okay, vertrocknete Knospe. Zusammen kriegen wir die anderen Blumen auch noch zu. Genau, jetzt müssen wir dies nämlich alles hier wieder rückgängig machen, was Noah hier hingekriegt hat. No. Eine Trompete, ein Klingeldings und ein Banjo. Kenn ich und kann ich alles spielen. Das glaube ich dir sofort. Ja, mal kurz gucken. Schweres Gitter. Sowas schaffen nur starke Ritter und Spot. Wollte ich gerade sagen. Gucken, kommt ihr dahin? Ja, super. Das kriegst du bestimmt auf, wetten? Wie er da zurückrollt. So, dann rollen wir mit ihm mal wieder zurück. Nein, das wollte ich nicht. Nein, Winnie, bleib da. Och, Minno. Da verdrückt man sich einmal und dann das. Naja, egal. Wir können ja schnell wieder reingehen. Aber dann merkt man, dass ich echt aus der Übung bin hier. Ich habe echt. Nein. Nicht mit Spot, mit Weenie einmal rein. Danke sehr. Und ich mag die Melodie immer noch. Schade, dass wir sie jetzt gleich beenden müssen. Beziehungsweise wir sind ja dabei, sie zu beenden. Nein, wir wechseln einmal und gehen hier durch. Spotty, da krabbeln wir durch. So, genau. Blumen brauchen Sonne. Eine Gardine muss her. Wir lassen uns was einfallen. Okay. Aha. Spot, ich kann fliegen. So geht's. Hurra! Dann ist es nur noch eins. Ja. Nein, 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 nein. Och, Weenie. Ich habe doch gar nichts gedrückt. Naja. Ist ja zum Glück nicht ganz so lang. Das ärgert mich doch, dass das jetzt hier zweimal hintereinander passiert. Vor allem, wenn ich halt auch nicht drauf gedrückt habe. Naja. Aber ich glaube, jetzt müssen wir eigentlich nur noch mal nach oben. Doch, ich bin mir ziemlich sicher. So. Jetzt bitte. Danke sehr. Spot, kommst du mit? Ja, sehr schön. Blumen brauchen Sonne. Eine Gardine muss her. Ja, wir haben ja zum Glück einen Freund dabei.
Super. Tut mir leid, Spotty. Wird nicht lang dauern. Und hepp. Wie schön, dass das so einfach ist. Ihn einfach dran pappen und er hält. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal runter. Hoch und dann können wir mit Spot daher. So, dann gehen wir jetzt hier hoch. Der Pollenladen ist geschlossen. So. Säule hoch, genau. Hä? Wo sind denn die Schlangen hin? Komisch, jetzt sind da Sprossen, die direkt zur Tür aufführen. Danke, liebe Schlangen. Ja, wie praktisch das auch ist, ne, Weenie? Dass auf einmal da keine Schlangen mehr sind. So. Und natürlich holen wir Spot jetzt auch noch runter. Und gehen mit ihm gemeinsam weiter. Und da können wir hier noch was machen. Mal gucken. Die Berge. Wow, das zieht aber. Nur das glaube ich dir. Na gut, können wir nichts machen, also gehen wir weiter. Komm, Spotty, wir gehen. Und ich glaube, jetzt kommen wir mit ihr, genau, auch zu dem Lavasumpf. Was ist denn da? Versteck dich, Spotty. Mal sehen, ob er mich wirklich nicht bemerkt. Schleich dich vorsichtig an, würde ich sagen. Psst, ganz leise. Ich glaube nicht, dass Ärgern so eine gute Idee ist. Es klappt, Spotty! Für dich vielleicht, aber nicht für Spot. Versteck dich weiter hinten. So, ich glaube nicht, dass wir den Sucher ansprechen müssen. Die Vogelpfeife. Was hängt denn da? Eine Pfeife mit diesem komischen Ameisenbär drauf. War die schon vorhin da? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Ja. Kaputt. Genau, einfach mal wegwerfen. Ist ja nicht so, dass man die vielleicht noch gebrauchen könnte, Weenie. Plupp. Schön mit dem Totenkopf. Ui, ganz schön heiß. Lavafontäne. Wow, das ist ja eine tolle Tonfene. Da können wir nichts machen, also gehen wir erstmal weiter, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass man da wirklich was machen kann. Ralph, da kommt ein kleines Beinwesen. Sieht eigentlich ganz nett aus. Ralph, nun rede doch endlich wieder mit mir. Hallo, sag bloß, du bist einer von den beiden Steinbrüdern. Ich habe schon viel von euch gehört. Wirklich? Also, ich bin Ingo und hinter mir ist Ralph. Aber hinter dir ist gar keiner. Was? Das kann nicht sein. Schau doch selbst. Ja, wirklich. Wo ist der hin? Wir sind nett und beruhigen Ingo. Ich weiß nicht, aber ich kann dir suchen helfen.
Aber zuerst muss ich den alten Janus finden. Du hast ihn nicht zufällig gesehen? Meinst du das weißhaarige Beinwesen, das kopfüber am Geflügelten hing? Das wurde hinauf auf den Gipfel verschleppt. Oh, wie komme ich denn auf den Gipfel rauf? Durch das Steintor. Ralph wüsste, wie es aufgeht. Er hat jahrhundertelang in die Richtung geschaut. Wann hast du Ralph denn das letzte Mal gesehen? Gesehen? Direkt noch nie. Er war ja immer hinter mir. Aber gehört habe ich ihn das letzte Mal vor ein paar Tagen, als etwas vom Himmel fiel und die Erde gewackelt hat. Und was hat er da gesagt? Ah! Dann ist er da bestimmt hinuntergestürzt. Oh je. Und ich dachte, er wäre sauer auf mich. Ich finde Ralph. Oh, Winnie ist so nett. Aber was ich mich wundere, wenn diese Steinbrüder leben, wovon ernähren sie sich, wenn sie sich überhaupt ernähren? Und wie können die so lange leben? Ich meine, okay, es sind Steine, ne? Macht Sinn, aber trotzdem. Und einmal an den Quarz. Was sind das denn für komische Blüten? Quarze. Verwandtschaft um drei Ecken. Toll! Vielleicht kriege ich ja ein Stück davon ab. Nochmal. Hast du etwa ein Stück Quarz abgeschlagen? Nein. Ach, wächst ja wieder nach. Wirklich? Ja, in 1 bis 2000 Jahren ist der Millimeter wieder dran. Ja, dann ist ja halb so wild. So, ich glaube, mit der Gebetsmühle können wir noch nichts machen. Das ist für später. Die Steinrolle ist zerbrochen. Du hättest mal sehen sollen, wie der Sucher hier gewütet hat. Warum hat er das gemacht? Na, weil er doch uns Steine vernichten will. Okay, der Sucher will die Steine Bin vernichten. Bin gleich wieder da, Ingo. Okidoki.